Ja, hallo allerseits. Die besten MRMCD aller Zeiten neigen sich schon dem Ende zu. Aber vor dem Opening gibt es noch einen speziellen Talk zum Thema Darmstadt Social, eine Social-Media-Plattform, die etwas kleiner ist, dafür ihre Besonderheiten hat gegenüber den anderen Plattformen, die wir schon zur Genüge kennen, Teil von dem Mastodon-Netzwerk. Aber was Darmstadt Social genau macht, das wird uns jetzt von Watson genauer erklärt. Ich habe ein bisschen was über Darmstadt Social und wie es dazu gekommen ist und warum man auf die Idee kommt, irgendwie privat so sich zu denken, okay, ich mache so für eine Stadt irgendwie Scope, einen Social Media und halte mir all diese Arbeit auf zu meinem Dayjob. Deswegen ein TLDR, also vor 10 Jahren war ich mal auf Twitter, habe mir das so angeschaut und ich sah auch ungefähr so aus. Es war so nach der Schule. Und dann hatte ich eine Depression so ein bisschen und dann habe ich die Empfehlung bekommen, mach doch Darmstadt Social. Also das hat mein Therapeut nicht gesagt, aber das habe ich dann so beschlossen, habe gedacht, ich engagiere mich irgendwo und helfe mir damit ein bisschen auf die Sprünge, weil ich habe in Twitter und Co. einfach gemerkt, dass ich habe viel da einfach News konsumiert, habe mir das so angeschaut, aber es war wenig Interaktion, dann habe ich mein Studium angefangen und da auch erstmal ein paar Leute kennengelernt, aber es war alles eher oberflächlich, man kommt so aus seinem Umfeld raus und dann plötzlich hat man da diese toxische Umgebung, in der einem irgendwie im Internet, wo man denkt, man kann da irgendwie Leute finden, Zuflucht finden und dann zeigt sich aber, was quasi der Algorithmus einem da die ganze Zeit in die Timeline reinspült und wie viel Doomscrolling man dann doch nicht aushalten kann. Genau. Ich habe also dann bin ich nach Darmstadt gekommen 2013, dann habe ich in der WG gewohnt. Ich wollte eigentlich bei meinem Bruder unterkommen, aber sein Vater, der auch in dem Haus wohnt, war dann plötzlich so, also mein Halbbruder, und der war dann so, nee, der kommt mir nicht ins Haus, so 2 Tage bevor das Studium losging. Und dann bin ich habe ich Folgendes gemacht. Ich habe gedacht, okay, du hast jetzt keine Wohnung in Darmstadt. Du musst jetzt irgendwie da unterkommen und das durchkriegen. Im Zweifel musst du halt pendeln. Aber eins, was du machst, du kennst in Darmstadt niemanden. Du gehst zum Ersti-Frühstück am ersten Tag, suchst dir irgendeinen Tisch raus, an den setzt du dich hin und freundest dich einfach mit den Leuten an. Und das sind heute immer noch Teile meiner besten Freunde. Und ich habe quasi an Tag 2 dann mich als Mietnomade bei denen eingebunkert für 3 Monate, während ich eine Wohnung gesucht habe. Und genau, was dann hinter meinem Rücken so zu mir gesagt wurde von denen, weiß ich nicht. Sie waren immer sehr freundlich, aber wer weiß. Aber sie sind auch meine Freunde, also von daher gehe ich davon aus, war nicht ganz so schlimm. Genau, da habe ich dann übernachtet, regelmäßig. Und an der TU Darmstadt durfte ich dann ein Jahr lang das gute Essen genießen aus der Mensa. Es war eine große Freude. Das war nicht das Problem, warum ich dann gegangen bin. Das Problem war Mathe, aber das ist eine andere Geschichte. Ich habe mich ein bisschen hier umgesehen, habe ein paar Bilder noch mitgebracht, ein paar Fotos gemacht. Ich bin dann zurückgegangen in meine Heimat, das ist Fulda. Und in Fulda gibt es auch eine Hochschule, da habe ich dann das Studium weitergeführt. Und an der Hochschule Fulda habe ich in einem Café eine wichtige Person kennengelernt. Die war nämlich auf Mastodon. Und ich dachte so, okay, was ist Mastodon? Das bekam ich dann erklärt so, ja, kleines Social Media wird irgendwie so von Freiwilligen betrieben. Man hat da eine Community irgendwie so aus Nerds auch vor allem. Also es sind auch viele andere da, aber gerade das war 2016, da war noch sehr viel so Nerdbubble. Und dann dachte ich so, ja, das klingt eigentlich cool, das muss ich mal ausprobieren. Und in diesem kleinen Café an der Hochschule Fulda, das Café Chaos hieß das, es gibt es leider heute nicht mehr. Da habe ich sehr viel Zeit meines Lebens verbracht, meines Studiums. Ich habe da quasi gewohnt, bin da ein- und ausgegangen und ich bin früher auch viel barfuß rumgelaufen. Und dann hat man mich irgendwann gefragt, ja, du wohnst ja schon hier, aber kannst du dir jetzt nicht mal mehr Schuhe leisten, weil du so viel Kaffee konsumierst bei uns? Aber gut. Und ja, unter diesem ganzen Kaffeekonsum habe ich mich dann entschlossen,
bei Mastodon mitzumachen und bin dann zu mastodonten.de gegangen. Das war damals so eine deutsche Instanz. Das waren so meine, war so meine erste Begegnung mit diesem System. Und ja, dann habe ich da ein paar Leute kennengelernt. Das war dann direkt sehr viel nahbarer. Man wurde direkt erstmal willkommen geheißen. So, du hast ja dann so eine lokale Timeline und Leute können das direkt sehen und dann stellst du dich vor und wirst da irgendwie so integriert. Und da habe ich mich sehr, sehr schnell zu Hause gefühlt. Und dann auch habe ich mal so ein Bild mitgebracht, das ist jetzt sehr klassisch, sieht man immer, wenn man sich irgendwie mal kurz mit dem Fediverse auseinandersetzen will, wie das eigentlich so aufgebaut ist. Und Mastodon ist halt nur so ein kleiner Punkt aus diesem Netzwerk, aus ganz, ganz vielen verbundenen Diensten, die alle sagen, sie machen so Social Media, kann man so Bilder, Texte teilen und untereinander austauschen in verschiedenster Art. Und dann gibt es halt verschiedene Projekte, die alle das gleiche Protokoll sprechen, deswegen können die alle miteinander reden. Also man stelle sich irgendwie vor, man hat irgendwie Facebook, Twitter und Co. und die können halt alle miteinander reden so. Und das fand ich halt als Konzept sehr, sehr cool, sehr die Offenheit. Und bin dann im Prinzip zurückgezogen nach Darmstadt, nach dem Studium, weil ich festgestellt habe, ich habe in Fulda während dem Studium fast niemanden aus Fulda kennengelernt, sondern ganz viele Leute aus Darmstadt. Also habe ich gedacht, okay, wo gehst du jetzt hin? Fühlst dich nicht ganz so verortet in Fulda nach so irgendwie 3 Jahren? Na gut, gehst zurück nach Darmstadt. Hab dann hier zufällig bei Freunden in eine WG einen Platz gefunden. Und dann wohnte ich irgendwie 3-4 Monate hier und dachte so, du willst ja eh eine Instanz hosten. Es ist bald Weihnachten. Warum schenkst du nicht einfach Darmstadt eine Instanz, so mit deiner Freizeit und deinem Blut und deinem Geld und mietest dir einfach einen Server bei Hetzner und ziehst das da hoch. Also habe ich das gemacht 2019 zu Weihnachten und habe gesagt, hier, mein erster Post auf Darmstadt Social, könnt ihr auch nachgucken, ist hier, frohe Weihnachten. Das ging dann sehr langsam los, sehr geschmeidig in den ersten Wochen, Monaten, so ein paar Leute, 10, 20, ging ganz gut. Das stagnierte dann erstmal und dann war Februar 2020 und ich hatte sehr, sehr große Ambitionen und wollte eigentlich zur Stadt gehen, wollte Vereine finden, wollte irgendwie das Leben so ein bisschen da reinbringen und Leuten zeigen, wie cool das ist, wenn man so ein Social Media hat, was auch so ein bisschen so einen verortet so und man kann halt Leute, die man da kennenlernt, auch einfach mal auf einen Kaffee treffen, das ist so mein Slogan auch für die Plattform, einfach, ja, lass mal auf einen Kaffee treffen, lass mal kennenlernen, lass mal Ideen irgendwie entwickeln. Und ja, dann, habe ich halt erstmal mich so ein bisschen den Feed angefangen aufzubauen in Darmstadt Social und wollte halt quasi erstmal Content reinholen, weil das Problem ist, wenn man so eine Instanz aufsetzt, dann ist die erstmal leer, weil diese Instanzen müssen halt irgendwie miteinander sich verbinden, die müssen sich kennen, damit die Inhalte von einer Instanz zur nächsten gelangen können, das ist ein dezentrales Netzwerk, das heißt, die müssen sich alle erstmal, müssen erstmal voneinander wissen und jetzt war Darmstadt Social da und das kannte ja niemand. Also habe ich erstmal angefangen und überall Content eingesammelt und weil ich eben, wie gesagt, sehr viel Ambitionen hatte. Ich bin so leicht entflammbar, kann man sagen. Das ist so ein Warnungssymbol, was ich gerne Leuten zeige, wenn es irgendwie darum geht, wie handhabt man mich eigentlich. Muss man immer aufpassen. Ich bin immer sehr schnell begeistert von Sachen. Und genau, und jetzt kommen wir nochmal zurück auf die Corona-Sache. Das war nämlich dann so eine sehr starke Bremse, weil ich hatte ja vor, ganz viele Leute anzuschreiben, und mich auf einen Kaffee mit denen zu treffen. Zum einen, weil ich Kaffee mag, aber zum anderen auch, weil ich die reinholen wollte, ihnen die Idee erklären wollte, wollte, dass Vereine da irgendwie so ihre Sachen posten, dass man Sachen vereinbaren kann, vielleicht auch so Foodsharing machen oder sowas in der Richtung. Und ja, dann war ich halt zu Hause und wusste halt nicht, was ich machen soll. Hab dann erstmal gedacht, okay, wartest mal ab, was passiert so? Und dann irgendwie sind halt 2 Jahre vergangen, in denen halt ich Mastodon so ein bisschen erkundet habe. Habe halt ein paar Sachen gemacht so und ein bisschen irgendwie Memes konsumiert, I guess. Das war dann so, ja, 2 Jahre Darmstadt Social. Es ist in der Zeit so ein bisschen was passiert. Es ist gewachsen und dann irgendwann
kam so ein Typ mit zu viel Geld auf die Idee, er kauft jetzt Twitter. Und dann war halt plötzlich der Server irgendwie komplett überlastet. Und ich wusste erst, also es hat sich schon so angekündigt. Man hat sich in der Admin-Community schon so gedacht, okay, das könnte vielleicht lieber nochmal irgendwie eine Instanzgröße größer. Hat aber nicht gereicht und dann ist erstmal alles kaputt gegangen. Und dazu kamen dann noch so Sachen wie, der Server ist nicht ausgelastet, aber der Dienst funktioniert nicht mehr, weil das funktioniert mit so Redis Queues und sowas. Und dann hast du irgendwann Bottleneck gehabt, weil du nicht mehr genug Worker hattest, um die Sachen abzuarbeiten. Und der Server hätte es aber eigentlich tun können, aber ja, da musste man dann halt Nachtschichten machen. Und das ist in den 2 Jahren mehrfach passiert. Also es gab immer mal wieder irgendwie einen Tweet von so einem Typen und dann plötzlich geht wieder was nicht. Und das hat ja auch das ganze Netzwerk gestresst und geflutet. Das hat dann quasi immer so Wellen geschlagen, von den großen Instanzen dann auch so runter. Und genau, um den Überblick zu behalten, habe ich dann entsprechend mit meinem, ich habe so eine Firma gegründet und habe da so ein bisschen halt ein cooles Homeoffice-Büro aufgebaut und habe dann gedacht, ach, das eignet sich doch wunderbar, um ein bisschen den Überblick zu behalten über das, was da so passiert. Und ja, nach 2 Jahren, also jetzt, oder beziehungsweise knapp schon 3 Jahre, nach knapp 3 Jahren sind wir jetzt bei Darmstadt Social bei circa 300 aktiven Leuten, die jetzt regelmäßig was posten. Da ist ziemlich viel Fußball dabei, weil irgendwie in Darmstadt wohl Fußball cool ist. Außerdem viel Fahrrad, also die Fahrradbubble sehr groß, da passiert einiges. Das Archiv postet auch einige Sachen sehr, sehr cool. Die TU Darmstadt hat mal ein Konto gemacht, da passiert, glaube ich, nicht ganz so viel. Außerdem ist der Digitalreferent der Stadt auch mal dazu gekommen. Dann habe ich gesagt, hier, cool, wie wär's, wir trinken mal einen Kaffee. Und dann war so die Antwort, ja, cool, schreib mir eine E-Mail. Und dann war ich so, okay, mal gucken. Genau, und wir haben im August, in einem Monat, 10.000 circa Interaktionen gehabt. Also wenn man was boostet, was liked, sowas in der Richtung. Ich habe jetzt keine Vergleichszahl mitgebracht mit anderen Plattformen, weil ich jetzt nicht so klein wirken wollte, aber Darmstadt Social ist jetzt auch nicht so groß, also es gibt deutlich größere Sachen. Aber was ganz krass ist, ist die 450.000 Interaktionen von Darmstadt Social mit dem ganzen restlichen Netzwerk. Also wir sind ja mit vielen verschiedenen Instanzen verbunden und immer wenn man jemandem folgt und irgendwie Sachen postet und teilt, dann muss das ja irgendwie propagiert werden durch das Netzwerk. Das heißt, je größer das Netzwerk wird, desto mehr wird, größer wird auch die Last auf Instanzen, auch wenn sie gar nicht so groß sind eigentlich. Und gerade wenn man sehr viele aktive User hat, die irgendwie sehr, sehr viele Sachen posten und liken, dann wird das halt tendenziell sehr, sehr groß und schwierig. Aber an sich alles noch sehr, sehr handelbar. Wir haben jetzt ungefähr 10 GB RAM-Auslastung auf so einem 32 GB Server. Das ist völlig in Ordnung. Alles noch eine Maschine, ist noch nicht irgendwie auf mehrere Maschinen skaliert. Und die Load liegt irgendwie so bei 3 bis 5 in Lastzeiten, wenn jemand irgendwie, wenn Elon mal wieder entscheidet, er tut irgendwas Seltsames, dann ist das auch mal bei 8, aber ansonsten geht das eigentlich. Genau. Irgendwann habe ich dann so gedacht, okay, ich mache in meinem Job auch sehr, sehr viel Sysadmin. Ich hoste gerne Sachen, ich baue gerne Sachen. Mastodon ist cool, aber es gibt ja noch sehr, sehr viel mehr. Also bin ich hingegangen, habe gesagt, okay, mach mir auch mal so dieses Lemmy. Das ist so eine Art Reddit-Klon, der auch mit diesem Netzwerk interagiert. Das heißt, man kann von Mastodon Leuten auf Lemmy folgen und da Posts austauschen und sowas. Und bei Lemmy ist es dann auch nicht geblieben. Da kamen dann auch noch einige andere Sachen dazu in dieser Welt. War irgendwie, also manchmal saß ich so in Darmstadt im Hackspace und war so, was könnte man mal machen? Und dann stand irgendwie am nächsten Tag ein neuer Dienst. Und ich habe völlig eine Folie vergessen, das muss ich nachher, glaube ich, noch kurz zeigen, die Statuspage von Darmstadt Social, da kann man so ein bisschen sehen, was alles aktuell da läuft. Das läuft auf meiner persönlichen Infrastruktur, da habe ich auch so ein GitLab und das Ganze wird mit Ansible deployed und so, da komme ich gleich nochmal drauf.
Und hier ist nochmal ein Bild zu der Statistik, beziehungsweise ja, ein paar Zahlen von FediDB. Das ist eine Website, da kann man sich angucken, wie ist eigentlich so der Verlauf von neuen Benutzern, Interaktionen im ganzen bekannten Netzwerk. Das ist ein bisschen wie das bekannte Universum, weil es gibt ja dann auch so Pockets und sowas. Das macht es ein bisschen kompliziert. Und hier sieht man ganz gut, es gab hier so diesen Zeitpunkt. Kann man das eigentlich sehen, wenn ich hier so... ich habe es markiert, den Zeitpunkt, da gab es so ungefähr 4 Millionen Nutzer-Accounts, das meiste davon Mastodon. Und dann gab es irgendwie ein Event und plötzlich waren es so 8 Millionen. Und quasi einfach so explodiert. Und man sieht auch, dass die Kurve am Anfang, ich hoffe, man kann das gut erkennen, die ist sehr stetig, ist so ein organisches Wachstum, es wird einfach immer so ein bisschen mehr, spricht sich so rum und dann plötzlich bam und dann ist es einfach nur noch ein Chaos. Also es wird auch irgendwie mehr, es wird weniger, es ist einfach sehr viel schlechter jetzt zu antizipieren. Mastodon macht hier jetzt gerade in dem Zeitpunkt 77% des Netzwerks aus. Das ist einfach die meiste Aufmerksamkeit draufgegangen und auch, ich würde fast behaupten, eins der fortschrittlichsten Projekte, was die Implementierung angeht. Dadurch aber auch mittlerweile ein bisschen langsam geworden, was so neue Features und sowas angeht. Das ist immer so ein bisschen der Caveat. Genau. Ja, jetzt wäre halt so die Idee, wenn ihr jetzt halt sagt, okay, kein Bock mehr auf sowas und ihr wollt mitmachen bei sowas, bei so einem Netzwerk, dann ist das im Fediverse halt sehr, sehr einfach. Man besorgt sich eine Domain, irgendwas Cooles, wie Darmstadt Social, dann einen Server, entscheidet sich für eine Software, was man machen will, worauf man Bock hat, am besten irgendwas, was man selber auch benutzen will, klar, damit man auch dann da moderieren kann, so ein bisschen den Vibe abchecken kann und sowas. Das sollte man schon tun. Und los geht's. Interessant wird es aber an der Stelle, wenn man das rein Technische verlässt. Also wenn man nicht mehr so in dem Punkt ist, okay, ich will halt einfach einen Server hosten, weil ich mag halt sysadmin, das ist cool. Im Social Media hat man mit Menschen zu tun und das ist weird. Und irgendwie muss man damit halt umgehen und das ist auch ein Prozess gewesen, so zu lernen, okay, wie macht man eigentlich so ein Social Media? Das ist sehr, sehr schwierig. Es gibt auch Leute, die geben einfach viel Geld aus, kaufen sich ein Social Media und haben irgendwie anscheinend keine Ahnung, wie man mit Menschen umgeht, aber das nur so am Rande. Ich hack da gerade sehr viel drauf rum, aber es hat mir sehr viel Arbeit gemacht, ich komme da nicht drüber hinweg. Genau, und deswegen Moderation war erstmal ein sehr, sehr schwieriges Thema. Es hat sich ziemlich schnell aber eine Bubble gebildet aus Leuten, die halt jetzt zum Beispiel Mastodon aufbauen. Und dann gab es Matrix-Channels, da hat man sich ausgetauscht. Okay, was für Cases kriegt ihr da rein? Okay, ist das jetzt irgendwie uncool? Will man das jetzt einfach nur muten? Will man das löschen? Solche Sachen, da ist dann auch sehr viel... Man ist vielleicht geneigt, erstmal auch schnell zu urteilen, wenn man was reinkriegt. Leute im Internet sind halt meistens irgendwie, der ist halt somebody wrong und irgendwie wollen sie sich alle beweisen, dass sie recht haben. Und das ist ja auch fein. Und dann gibt es hitzige Debatten und da muss man so ein bisschen eine Ruhe haben und das Ganze beurteilen, um das Ganze beurteilen zu können. Und es ist auch sehr anstrengend von einem psychischen Standpunkt aus. Das heißt, man muss so ein bisschen Workflow entwickeln, ein bisschen auch Erfahrung reinbringen. Deswegen haben wir uns ich habe mir dann für Darmstadt Social noch Unterstützung gesucht, weil ich gesagt habe, ich will als Admin eher so die technische Sache machen und ich will einfach nicht als derjenige, der die Plattform quasi beherrschen könnte oder kann, nicht alleine dafür verantwortlich sein, wie die Entscheidungen getroffen werden, was jetzt irgendwie wie moderiert wird. Also habe ich die Regeln dann auch von der Moderation mit anderen Leuten zusammen erstellt und habe mir jemanden reingeholt, der auch schon irgendwie 2-3 Jahre moderiert hat auf einer anderen Plattform. Und dadurch war das dann sehr cool, weil man konnte dann auch Rückfragen stellen. Ja, hier, ich habe das jetzt so beurteilt, wie würdest du das sehen? Und das war aber alles auch noch eher so mein persönliches Projekt und ich habe Leute, die es cool finden und die mir helfen dabei.
Und dann stellten sich halt irgendwann rechtliche Fragen. So, also hast du eine gewisse Größe erreicht, dann fragst du dich, okay, was ist jetzt, wenn tatsächlich mal irgendwie Klagen reinkommen, wenn jemand irgendwelche Moderationsentscheidungen anprangert, wie funktioniert das überhaupt, was sind deine Rechten und Pflichten bei sowas, was von den Gesetzen gilt überhaupt für dich als Privater, der irgendwie ein Social Media betreibt, so, gilt für dich auch das Gleiche wie für große Plattformen, solche Sachen. Und deswegen bin ich dann irgendwann hergegangen, habe gedacht, okay, ich muss einen Verein gründen. Da geht eigentlich, führt nichts dran vorbei. Ein Verein ist im Prinzip so ein cooler Container, in dem kann ich das so auslagern, werde selber da Mitglied, habe dann noch andere Mitglieder, dann kann man das Ganze so ein bisschen als Prozess sehen, wie man das eigentlich gestalten will, was für Regeln man aufstellt, und das bezahlen kann man dann auch über so eine Instanz, also über ein Konto von dem Verein machen, und ist dann einfach nicht mehr ganz so von allem abhängig auch. Genau, da komme ich gleich nochmal näher drauf. Ich habe nochmal die Infrastruktur-Facts zusammengefasst und auch, für wen es interessant ist, einen QR-Code zu der Dokumentation verlinkt. Also ich habe da ein kleines Wiki, wo man im Prinzip sehen kann, wie das eigentlich aufgebaut ist. Da habe ich ein bisschen was aufgeschrieben. Es ist sehr unvollständig, also wenn da irgendwie noch Fragen kommen, gerne Fragen auf Mastodon. Aber das so, was ich quasi aus meiner Arbeit auch so ein bisschen mitgebracht habe und auch aus persönlichen Erfahrungen. Und genau, die Server sind jetzt bei NetCap aktuell, weil sie günstig sind, und da habe ich einen leichten Zugriff, habe ich gute Erfahrungen mitgemacht. Und als Technologie benutze ich größtenteils containerisierte Anwendungen mit Docker Compose. Ich habe schon überlegt, das mal auf Podman umzubauen, aber da war mir ein bisschen noch, also ich habe die Überlegungen gemacht, da war diese ganze User-Rootless-Podman-Sache, für die das was sagt, noch ein bisschen wonky, hat noch nicht so gut funktioniert, und seitdem hatte ich dann jetzt durch die Firma auch nicht mehr ganz so viel Zeit, mich darum zu kümmern. Genau, aber das ist auf Fedora, mit Mobi Engine nennt sich dieser Open Source Klon da irgendwie von, der das Docker anbietet. Ich deploy das Ganze automatisiert per Ansible, habe da entsprechend halt ein Git-Repo, da könnt ihr reingucken, das ist auch in der Dokumentation verlinkt. Da sind die ganzen Ansible-Rollen, die sind größtenteils selber geschrieben, das ist alles halt nicht sehr krass. Ist einfach quasi so ein bisschen die Abfolge, welches Docker-Compose-File muss wohin und soll dann wie ausgeführt werden. Und genau, es gibt in der Mastodon-Welt so einen Mastodon-Covenant. Das ist, wenn man auf joinmastodon.org dargestellt oder aufgeführt werden will als quasi offizielle Instanz über so einen Instance-Finder, dann möchte man diesem Mastodon-Covenant entsprechen, und der hat so ein paar Regeln, das zum Beispiel besagt, du brauchst irgendwie Daily Backups, du brauchst einen Backup-Admin und quasi Datensicherheit, also verschlüsselte Festplatten. Du willst halt nicht, dass, wenn irgendwo im Rechenzentrum dann so Festplatten ausgetauscht und irgendwo hingeworfen werden, dass dann da irgendwie unverschlüsselt Daten rumliegen. Und deswegen, ja, so ein paar Prozesse etabliert mit täglichen Backups und Encrypted Disks. Genau. Ja, hier habe ich nochmal eine Zusammenfassung von Darmstadt Social e.V. Da habt ihr auch nochmal zwei QR-Codes. Das eine ist der Matrix Space von Darmstadt Social. Da sind wir gerade so ein bisschen, also es ist noch in Gründung, wir haben noch nicht gegründet, aber die Satzung ist fertig, wir haben die schon mal durchchecken lassen, und da findet hier auf dem anderen QR-Code auch die Satzung, und diese Satzung orientiert sich größtenteils an dem, was Chaos Social gemacht hat, das ist einfach ein einfaches Vereinskonstrukt für sowas. Wir haben es noch ein bisschen aufgemacht, weil wir nicht nur zwei, drei Leute sind, sondern auch andere Supporter mit reinnehmen wollen, die das Netzwerk mitgestalten wollen und auch darüber so ein bisschen die Infrastruktur finanzieren. Die ist, by the way, schon komplett spendenfinanziert.
Nicht direkt, also es spendet niemand für Darmstadt Social, aber für meine Arbeit spendet man mir was und ich betreibe Darmstadt Social. Und das hätte ich halt auch gerne mal sicher unter Dach und Fach, dass das einfach quasi alles für Darmstadt Social geht. Und da werden wir dann wahrscheinlich über den Mitgliedsbeitrag gehen. Genau. Ja, die Kosten belaufen sich aktuell auf 360 Euro pro Jahr. Das ist die Domain, die ist nicht ganz billig, ist jetzt nicht super teuer, ich glaube aber irgendwie 24 oder 30 Euro im Jahr. Die waren, also diese Social Domains waren gerade bei dieser Twitter-Flucht 2022 irgendwie bei 100 noch was Euro im Jahr. Da sind die mal kurz explodiert, aber mittlerweile geht das wieder und ich habe halt auch dadurch, dass ich das ja schon 2019 gekauft habe, nicht so hohe Kosten an der Stelle. Genau, ansonsten die Server, der Backup-Space spielen da noch rein, genau. Und unsere Vorstellung ist, dass man als Mitgliedsbeitrag sowas Humanes hat wie 24 Euro im Jahr, also 2 Euro im Monat. Mit 15 Leuten wäre die Infrastruktur dann auch schon gedeckt und wir haben ja auch quasi schon 7 Leute, die gründen. Von daher ist das so unser Konzept. Genau. Und ja, jetzt bin ich tatsächlich auch schon am Ende. Ich habe ein bisschen sehr, sehr viel schneller geredet als antizipiert. Aber das heißt, es gibt noch sehr, sehr viel mehr Zeit für Fragen. Genau. Ja. Ankommen sollte, der jetzt nicht eurer Regel entspricht, also vielleicht auch Content, der illegal ist, wie sieht da eure Strategie aus, damit umzugehen? Also würdet ihr dann als Verein dafür haftbar gemacht werden oder? Dann noch kurz die Gegenfrage, um das zu konkretisieren. Meinst du Content, der von außerhalb kommt und bei uns landet und von unseren Leuten angeprangert wird? Oder meinst du Content auf unserer Plattform von Usern, die bei uns auf dem Server sind? Gut, ich meine, was von extern kommt, kannst du ja nicht groß verhindern, aber nehmen wir mal an, jemand klickt sich einen Account bei euch und ja. Pusht dann Content, der da nicht hingehört. Ja, genau. Also da sind wir eigentlich rigoros. Das wird reported. Es gibt auch sehr aktive Leute bei uns, die das dann reporten. Das kriege ich im Prinzip super schnell mit. Das landet bei uns dann in einem Moderationschannel Matrix. Dann, wenn das eindeutig ist, dann wird es auch von einem unserer ModeratorInnen, also auch vielleicht von mir, direkt gelöscht. Also wenn es illegal ist, sofort gelöscht sowieso. Dann, man kann solche Sachen immer noch mal disputen, also noch mal sich beschweren und das dann diskutieren. Da hatten wir allerdings das Glück, dass uns das noch nicht passiert ist. Aber wenn, dann haben wir da eben entsprechend eine Diskussionsrunde, wo wir das intern noch mal diskutieren, wie wir das sehen. So, genau. Und ansonsten hast du halt in Mastodon noch verschiedene andere Tools. Du kannst auch Inhalte einfach zum Beispiel ausblenden, wenn es jetzt irgendwie ein Verstoß ist, der jetzt nicht direkt eine Löschung irgendwie rechtfertigt, aber der einfach so ist, okay, ja, das willst du vielleicht nicht direkt einfach angezeigt bekommen, sondern mit einer Content Warning versehen und die Person hat es vielleicht vergessen oder nicht getan. Und dann wird auch immer ein Strike recorded zu jedem Account und dann kannst du halt auch so ein bisschen in der Historie nochmal nachschauen, wie ist das eigentlich gewesen? Und wir pflegen eigentlich auch immer, dass wir mit Personen so in den Kontakt gehen. Also wenn irgendwie was anliegt, vor allem wenn es halt nicht eindeutig ist, dann wird erst nochmal gefragt so, ja, wie sieht das aus, was ist der Kontext? Und dann auch nochmal so die Chance gegeben zu sagen, okay, ja, das möchten wir, dass du das löschst, weil das gegen unsere Regeln verstößt, wenn es jetzt nicht illegal ist, sondern einfach nur gegen unsere persönlichen Instanzregeln verstößt. Dann sagen wir, ja, wir löschen bitte, sonst machen wir das. Und genau so kann man da verschieden granular vorgehen. Ja. Super, vielen Dank.
Ja, die rechtliche Geschichte interessiert mich auch. Ich habe das früher mal gesehen, dass internationale Anbieter aus dem europäischen Markt rausgegangen sind, als sich die Gesetzgebung hier geändert hat. Mhm. Ich weiß nicht, wie das bei dir geregelt ist. Musst du dich jetzt mit der Gesetzgebung in allen möglichen Zielorten auseinandersetzen, die auf deine Angebote zugreifen können? Oder regelt das Mastodon für dich? Kannst du das nochmal bitte konkretisieren gerade? Du auf deinem Server von einem User, der in deine Domäne reingreift, kommt ja. Ein Content, der ist in der Gesetzgebung von Saudi irgendwas, von Saudi Bahrain, okay. Illegal, weil und du wirst dann eventuell angegangen. Also jetzt bei dem Land wäre das natürlich Pullepalle, aber die Amis sind ja sehr gut darin, Leute, die nicht innerhalb ihrer Gesetzgebung sind, zu verklagen, zum Beispiel. Ja. Also vorweg kann ich nur sagen, wir sind jetzt nicht irgendwie hergegangen und haben alle solche Fälle schon von vornherein geprüft. Das wäre zu viel Arbeit. Also da sagen wir einfach, okay, wir wollen jetzt diesen Verein gründen, damit wir das zumindest schon mal von der Person weg haben, damit wir das zumindest da schon mal irgendwie handhaben können. Und wir bemühen uns dann entsprechend halt nicht fahrlässig irgendwie zu handeln, um zumindest das schon mal so einen Puffer zu haben. Und wenn jetzt so ein Fall kommt, ich denke, wir haben da erstmal die Pflicht, dem deutschen Gesetz zu folgen. Und wie es jetzt rechtlich aussieht, weiß ich tatsächlich gar nicht. Was jetzt ist, wenn jetzt von einem anderen Land quasi gesagt wird, hier Darmstadt Social, das gefällt uns nicht. Ich würde dann vermuten, dass wir dann sagen, ja, das ist halt... Wir halten uns erstmal an deutsches Recht und unsere Instanzregeln. Okay, ich muss sagen, ich bin sehr unbewandert, was das Fairdiverse anbelangt. Ja. Aber ich hätte mir jetzt gedacht, dass es eine Art Dachverband gibt, einen internationalen, der das dann irgendwie dann... Gibt's nicht, oder? Nee, also das wäre mir jetzt nicht bekannt. Es gibt Bestrebungen natürlich. Es gibt ja verschiedene Vereine auch in dem Kreis und einfach so private Zusammenschlüsse, wie man sich mit Moderationsentscheidungen verhält, aber mir ist jetzt noch nicht bekannt, dass es da tatsächlich eine größere Organisation gibt. Es gibt für die Software Mastodon eine GmbH, die sich um die Entwicklung der Software kümmert, aber jetzt nicht um die Moderations- oder rechtlichen Themen an der Stelle. Danke. Bitte. Gut, dann würde ich auch von meiner Seite aus nochmal vielen Dank sagen, dass du das Projekt vorgestellt hast.